So, warte mal. Der alte Händler, dem habe ich nämlich den Ladewagen verkauft, Albert. Ist der jetzt schon weg? Ah, der fährt dahinter. Dem habe ich nämlich den Ladewagen verkauft. Kriegst noch Kohle hier, ne? Ah, nee, komm, ich mach's nicht, ich mach's nicht. Ich wollte gerade den Ladewagen wieder klauen und wieder zu uns runterkarren, weil der ist nämlich noch auf uns geschrieben. Aber ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Ich leihe ihn mir. Warte mal, ich könnte ihn gleich fragen. Warte, ich frage ihn gleich. Müller. Hallo? Hallo Herr Müller, ich hätte da eine Frage. Ich habe gerade gesehen, Sie haben da einen Ladewagen stehen. Das ist richtig. Dürfte ich mir den ausleihen? Ja, gerne. Gut, dann hänge ich den gleich dran und mach's Tor zu. Jo. Danke, tschüss. Ach, Glück gehabt, ey. Ich war in Versuchung, den Ladewagen einfach zu klauen. Aber er leiht ihn uns auch sogar ohne Kosten. Ja, das ist schön. Weil da ist Hafer drauf, da kriegt man auch Stroh runter. Also wird dann eine Strohablage, ne? Ja, bitte. Kannst du direkt ernten anfangen. Da ist nicht wieder vergammelt. Doch, das ist ja nicht reif, ne? Doch. Inzwischen kannst du Gas geben. Also ich habe das Gefühl, dass es vielleicht tatsächlich am Adorante lag, diese Lecks. Weil jetzt ist der weg, jetzt läuft es besser. So, also wir machen Attacke mit dem Feld. Das hat uns nochmal 40.000 gekostet. War aber auch schon länger hier gepachtet, ne? 2 Wochen ab heute. Also heute ist Freitag. Nee, Samstag. Heißt Minimum 2-mal abgeben. Das wäre optimal, aber dann müssten wir es auch gleich wieder ansäen. Ich weiß gar nicht, was unsere Sämaschine sagt. Ich würde gucken, dass ich direkt hinter dir wieder ansähe. Also ne, geht gar nicht wegen dem Stroh. Ich guck, dass ich das Stroh gleich runterhau. Ja, so ein Sammelwagen. Hm? Ich glaube, bestimmt ein Sammelwagen. Jo, habe ich dabei. Hinter mir. Ich kann nicht so schnell, weil du beide auf den Rasen kommst. Mit dir Karussellfahrt. Ja, da sind Trecker natürlich besser. Da muss er oben nicht anwachsen, ne? Will er sich näher da oben erholen. Hier schon ein bisschen Problem. Hm? Ich kann schnell mal auf die Decke zu wechseln. Jetzt haben wir wieder Problemchen. Fahr dir dann gleich hinterher. Wir müssen hier mindestens 20.000 Liter
runterkriegen. Ab da machen wir Gewinn. Ein bisschen kleiner aus, das sollte aus. Es wird schon passen. Alter, auf den Rasen kommt. Da wirklich bloß. Wo bist du denn? Ach, da hinten. Hey, gerade ist auch gut, das haben sie auch gesehen. Ich wollte gerade noch mal den Joskin. Brauchst ja auch was zum Abtanken. Oh, da steht unser Stapler. Leichter dann auch laden. Hm? Auch laden leichter, ne? Was nochmal? Dacht. Ey, das Aufladen ist leicht. Ja, ja. Auf der linken Seite rein, ne? Wie bitte? VW, den stell ich mal links rein. Jo. Ich fahre dann gerade mal Probe den Stapler, ob der hier auch alles schafft. Ah, das sieht gut aus. Gerade mal ins Handbuch gucken. Gewichte gehen da gar nicht raus bei denen. Bei wem? Ja. Ist egal, fang das Dreschen an. Ich hab ihn bloß erstmal hingestellt da, ne? Sitz jetzt rüber hier, mach nicht. Ja, der Stapler, der reicht schon. Klein, aber fein. Wendiger, ne? Jo, wendig ist ja gut. Perfekt. Okay. Test bestanden. Ah, ich habe sogar ein Gewicht hier. Dann mache ich, glaube ich, das Gewicht vorne auch noch dran. Also bei dem Feld müssen wir wirklich gucken, dass wir das gleich wieder ansehen. Dürfte ungefähr so groß sein wie unser eigenes Feld. Jo.
Wetterschau gemacht werden, wenn ich kann. Denk an die Strohablage. Ich hole auch gleich noch die Sämaschine. Ich glaube, wir haben eine, oder? Ja, nee, boah. Ich würde hier ohne Düngen ansehen. Und dann im Nachhinein nochmal drüber düngen. Gut, wenn ich günstig ist. Ja, zeitlich ist es halt besser. Was soll man ansehen? Geld bringt, ne? Mohn. Mohn bringt immer gut Geld. Also jetzt haben wir mal wirklich ein paar Tage hier in ordentlich zu tun, dass wir hier endlich mal ein bisschen besser Geld verdienen. Die 20.000 müssen wir nächste Woche zurückzahlen. Ja, mit der Ernte hier können wir das auf jeden Fall stemmen. Gucken, was es bringt, dann können wir es heute vielleicht noch zurückzahlen. Ja, das wird zeitlich nicht reichen, glaube ich. Sag, wenn du 80% hast, gell? Dann komme ich zum Abtanken. Das passt. Stroh bringt sogar gerade 37 steigend. Oh ja. Oder soll ich es erstmal ins Silo hauen? Atomfabrik, ne? Ach ne, aber ins Sägewerk können wir es reinmachen. Als Brennstoff. Sägewerk geht nicht. Karton geht nicht. Da ist doch was mit Stroh. Nee. Was bei der Kartonfabrik bald eingebaut wird vom Ministerium, ist Wasser. Fehlt hier die Schwarz? Wie voll bist du denn? 30%. Hm? 35. Erst? Hoffentlich war das nicht schon wieder ein Fail. Nicht schon wieder in die Schüssel lang. Das ist doof, ich sehe die Schwad nicht. Die braucht irgendwie zu lange, bis sie da ist. Ja, das ist auch ab und zu mal aus. Mhm. Das
gekommen, dass ich... Irgendwann lege ich das mal um, die Tastenbelegung. Wo ich jetzt lang fahre, das ist ein bisschen komisch, die Seite hoch und runter. Nimmt er alles mit? Ja, da war der Bauer zu faul vorher. Wegzumachen. Hm. Naja, liebe Leute, aber vielen Dank fürs Zuschauen. Auch das war wieder eine Folge LS19 Meets Reality hier auf dem Grünfelder Land. Und bis morgen. Tschüss. Tschüssi.